Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 55. Lesung des wundervollen Buches aus der Mitte des 19. Jahrhunderts von James Atkin Wiley, Das Doppelgesicht des Papsttums. Heute ist ein besonderer Abend in der Hinsicht, dass ich mal die Kraft gefunden habe, zwei Lesungen zu machen. Und wir hatten gerade eine Lesung, die ich für einige Leute vielleicht ein wenig unorthodox beendet habe, aber ich bin ja nicht die römisch-katholische Kirche, die sich verliert in Traditionen. Ich muss nicht jedes Video auf dieselbe Art und Weise beenden, ich muss auch nicht jedes Video auf dieselbe Art und Weise beginnen. Aber in diesem Fall ist es wichtig, das zu tun, weil ihr müsst ja wissen, um welche Lesung es geht. Ihr seht es natürlich bereits im Titel stehen, aber es gibt ja vielleicht auch Leute, die laden diese Videos hoch und gebrauchen diesen oder einen anderen Titel oder das ist nicht deutlich, dass es um diese Buchlesung geht. Deswegen halt, wir beschäftigen uns weiter mit der Papismus und die Staaten. In dem, ich glaube, letzten Teil überhaupt dieses Teiles des Buches, bevor es dann in die Aussichten des Papsttums für die Zukunft geht, wird auch sehr interessant. Jedenfalls, James Atkin Wiley hat dieses Buch 1850 geschrieben und ich glaube, auch in der letzten Sendung wurde ganz, ganz deutlich, wie aktuell viele dieser Dinge, die er damals bereits geschrieben hat und viele der Dinge, die das Papsttum seit Jahrhunderten macht, heute immer noch sind. Einige Dinge ändern sich eben eigentlich nicht. Was sich auch nicht ändert, ist meine inzwischen doch Gewohnheit gewordene, ich weigere mich, das Wort Tradition zu gebrauchen, aber meine Gewohnheit, ein Lied von Alexander zu spielen. Und da wir heute eine zweite Lesung machen, er natürlich nur ein Lied geschickt hat, er wusste das ja nicht, habe ich nochmal ein altes Lied hervorgekramt, was ich unglaublich gerne von dem Alexander höre. Das ist ein wenig länger, aber das spielt nicht so eine Rolle. Es ist unglaublich toll gemacht, schön gespielt, wunderbar gesungen, toller Text. Und diese 7 Minuten sollten wir uns eben mal nehmen zur Einstimmung auf die Lesung. Und deswegen bitte, Alexander, Video ab. Glaub, es gibt einen Weg ohne Gott. Ich hab gemeint, es gibt ein Leben ohne dich. Und ich hab's gelebt, mein Leben ohne dich. Und es ist zur Geschichte geworden für dich. Ich muss ausbrechen von zu Hause, aus der Ordnung, wo alles tot und scheinheilig ist. Hast das, dass ich daran erstick, so verloren, so materiell, so voll Zauberer. Gewalt in der Schule, ein Geschrei zu Hause, die Welt ein roter Planet, wütig und gewaltig. Dabei bin ich so voller Einsamkeit, keine Liebe, nur noch Gier nach Trost und Zärtlichkeit. Der große Knall, alles zerbrochen in mir. Ich hab keine Wahl, bin in der Straße zur Hölle. Such nach einem Ausweg aus diesen Qualen. Ist es die Endstation? Gibt's noch Annahme, wo noch Liebe? Und wieso bin ich am Leben? Es lohnt sich doch nicht. Alles voll Schmerz, alles voll Schuld in mir. Kein Ausweg daraus, wo ich anstark kann sein. Lieg am Boden. Bin allein, Tränen fließen, mein Leben am Ende.
zum ersten Mal auf. Und Jesus, ich seh dich und seh, wie du am Kreuz hängst. Du bist allein in Tränen und Leid. Und alles, ich stumm in mir. Und er ist gestorben, Donnerblitz. Der Vorhang zerreißt. Der Vorhang zerreißt. Und Schweigen, er hat sich heute schlachten lassen. Für die ganze Welt, für dich und mich. Und warten auf den Tag, wo er aufersteht. Das einzige Problem, das ich mit dem Lied habe, ist, dass es 10 Minuten zu kurz ist. Aber gut, ja. Lesen wir weiter in dem Doppelgesicht des Papsttums über den Papismus und die Staaten. Wir hatten ja letztes Mal vor allen Dingen über die Schulen gesprochen. Auch hier geht es noch ein klein wenig darüber. Wir lesen den letzten Absatz, den wir vorhin gelesen hatten, nochmal oder in der vorigen Lesung gelesen hatten, nochmal. Und der Autor sagt hier, die Geschichte weist es nach, dass mit dem Einzuge der Jesuiten Polens Literatur, die durch die Reformation einen hohen Aufschwung genommen, zu sinken begann. Es ist übrigens hier in dem Augenblick nur Polen, das der Autor als Beispiel anholt. Man könnte das genauso gut auf andere Länder ziehen. Ich glaube, dass das heutzutage für Deutschland genauso gut gilt inzwischen. Irland haben die Römer immer als eine Burg der Unwissenheit zu bewahren gewusst und mit Ausnahme des Maynooth College dort nicht eher eine Schule errichtet, als bis die Protestanten damit begannen.
Der Anlauf aber, den Sie nun genommen, ist von der Art, dass Ihr Geschrei nach Erziehungsfreiheit richtiger ein Geschrei, um die Freiheit nicht zu erziehen, genannt werden sollte. Mit anderen Worten, Sie errichten Schulen und schaffen es dann innerhalb von 4 Jahren noch nicht mal den Kindern ordentlich Lesen beizubringen. Man blicke, wohin man will, so wird man das Papsttum als Nährame der Unwissenheit erkennen. Sein Höhepunkt ist die Mitternacht der Welt. Die Abgötterei führte sich in die Welt ein mit dem Versprechen der Wissenschaft. Denn die Schlange sagte, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Aber die Schlange log, denn sie war eben die Schlange. Bekannt ist es, dass das Papsttum seine Erfolge größtenteils dem ausgedehnten System verdankt, durch welches es sich, alle früheren Despotien überbietend, Kunde nicht bloß von heimlichen Verbindungen und Verschwörungen aller Art, sondern von Worten und Gedanken seiner Untertanen verschaffte. Da hatten wir ja deutlich drüber gesprochen, über die Beichte, den Beichtstuhl. Und dann denken wir mal mit dem, was James Edgar Wiley doch mal sagt, heute an die Überwachungsagenda der heutigen Zeit. Sicher in Zeiten von immer neuen, zwischen Anführungszeichen, Bedrohungen. Ja? Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass in der Zeit, die Corona-Zeit heute, die Menschen mehr als Feind betrachtet werden als der sogenannte Virus? Sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Dieses große System ist die Ohrenbeichte, die den Papst mit der zur Erhaltung eines so ungeheuren Reiches nötigen Allwissenheit bekleidet. Europa lag bloß und entdeckt vor seinen Augen. Von den 7 Hügeln sah er durch Vermittlung seiner getreuen Priesterschaft in jeden Busen, in jedes Herz und hörte, was geredet und gedacht wurde. Durch dieses Institut der Ohrenbeichte wurden in der Tat die Wurzeln seiner Macht tiefer in den Boden der Völker gesenkt. Wie demoralisierend aber solch ein System auf alle Regimente Europas wirken musste, bedarf keines Beweises. Die Geschichte hat ihn längst geführt. Und heutzutage gehen die Menschen nicht mehr in einen Beichtstuhl, heutzutage beichten sie am Computer oder am Smartphone. Alle Informationen, die ihr darauf habt und teilt mit anderen, das weiß derjenige, der hier beschrieben ist, auch. Und das wird alles gespeichert, bewahrt und Profile erstellt. Also seid vorsichtig, was ihr manchmal äußert. Oder meint, nicht zu äußern und das dann doch tut. Ein anderes Unheil, welches aus der verkehrten Verbindung von geistlichen und weltlichen Regimente im Papsttum entsprang, war der in ungeheurer Ausdehnung geübte Missbrauch der weltlichen Gewalt zu allem, auch den schlimmsten Zwecken der kirchlichen Macht. Da die römische Kirche durch Erleuchtung der Gewissen nicht herrschen konnte, musste sie durch Zwang es tun. Und leider machte sie die so sorgfältig gepflegte Lehre vom Ursprung der königlichen Gewalt als eines Ausflusses der päpstlichen und noch mehr der unseligen Wahn, dass blinde Unterwerfung unter die Kirche das beste Mittel sei, gute Untertanen zu erziehen, die Fürsten willig allenthalben den weltlichen Arm für die Zwecke des Vatikans zur Verfügung zu stellen. Dies ging umso leichter, da die Vermengung der Regimente nicht bloß eine Unzahl von Bischöfen und Erzbischöfen zu wirklich weltlichen Fürsten, sondern die höchsten Würdenträger der Kirche in 1000 Fällen auch zu Staatsministern und geheimen Räten der Monarchen gemacht hatte, wozu sie gewöhnlich durch die nötigen wissenschaftlichen und Geschäftskenntnisse auch allein befähigt waren. Die Päpste begünstigten natürlich diese ihnen höchst bequeme und die Verwendung der weltlichen Macht für ihre Zwecke so wesentlich erleichternde Einrichtung aufs Eifrigste. Hier gehen wir kurz in eine interessante Fußnote hinein. Da sagt uns der Autor,
Ein Reisender aus dem Jahre 1817 erzählt, dass die hochkirchliche Partei in Rom sich damals bemühte, den Papst zur Entfernung eines seiner Minister, des durch Humanität und Weisheit weit über die Menge seiner Kollegen sich erhebenden Kardinals Gonzales zu bewegen, weil seine Maßregeln, Zitat, die Zahl der Verdammten unter den Untertanen der Kirche vermehrten, Ende Zitat. Was hatte denn dieser Kardinal getan? Er hatte nämlich, dies war sein Verbrechen, die Zulassung von Laien, also von normalen Menschen, in die Verwaltung des Kirchenstaats. Er hatte die Abschaffung des Asylrechts für Mörder in den Kirchen und der Tortur bewirkt. Also, ein Mörder konnte zum Beispiel in der Kirche Asylrecht anfragen. Ein modernes Beispiel dafür haben wir hier in Belgien mit der Frau von Marc Dutroux. Und die Kirche hat eben auch die Tortur, die Inquisition gehabt. Und da hat er eingegriffen und hat das abgeschafft. Na? Das war das Verbrechen des Kardinals Gonzales. Mit welchen Mitteln Rom widerspenstige Fürsten gefügig zu machen oder von ihren Thronen zu verjagen, eben dadurch den Samen der Untreue und der Empörung in die Völker zu säen verstand, davon haben wir schon an verschiedenen Stellen gesprochen. Müssen aber hier doch noch erwähnen, dass es je nach Umständen neben der Lehre vom göttlichen Rechte der Könige auch die von der Volkssouveränität predigte. So namentlich während der Regierung Heinrich III. Von Frankreich, als dieser mit den Protestanten ein Bündnis eingegangen war. Das Edikt von Nantes beschreibt James Edgar Wylie hier. Und ich habe dazu drei Links rausgesucht, die ihr euch gerne mal anschauen könnt. Einerseits über das Edikt von Nantes, das also von König Heinrich dem IV. Dann, der war der III. Von Navarra in Spanien, der IV. In Frankreich, 1598 erlassen wurde. Und das wurde dann später in 1685 widerrufen. Da habe ich jetzt aber hier keinen Link zu bei. Das könnt ihr euch dann selbst raussuchen. Das war von König Ludwig dem 14. Aber das ist ein sehr interessanter Punkt, dass während der Regierung Heinrichs des III. Von Frankreich, als dieser mit den Protestanten ein Bündnis eingegangen war, der König hat sich damals vom Protestantismus zum Katholizismus bekehrt, aber hat trotzdem die Protestanten in Frankreich beschützt. Also die Calvinisten, die Hugenotten, wurden damals beschützt von ihm. Und durch das Edikt von Nantes haben sie fast 100 Jahre Religionsfreiheit erfahren. Die Personen der Fürsten waren nur heilig, solange sie gehorsame Söhne des römischen Stuhles waren. Das ist heute noch genauso. Wenn ein Regierungschef nicht mehr dem Gehorsam an den römischen Stuhl bezahlt, den er bezahlen muss, dann wird er aus dem Weg geräumt. Entweder wird er wie JFK öffentlich hingerichtet oder er wird vergiftet oder er wird mit Regime-Change umgestürzt oder auf eine andere Art und Weise aus dem Weg geräumt. Die Personen der Fürsten, also wir müssen hier verstehen, das spricht hier von den Regierenden, wie wir sie eben auch heute kennen. Ob sie sich jetzt Bundeskanzler schimpfen oder Präsident oder Ministerpräsident, das spielt keine Rolle. Die waren nur heilig, solange sie gehorsame Söhne des römischen Stuhles waren. Aber so wie sie aufhörten, dies zu sein, also gehorsam, war ihre Ermordung eine heilige Pflicht, die mit der Krone ewiger Seligkeit belohnt wurde. Rom, um seine eigenen Worte zu gebrauchen, legte die Axt an den faulen Baum und gab Befehl, ihn abzuhauen. Nun, als ich das hier gelesen habe, musste ich natürlich noch einmal an den Eid der Jesuiten denken. Und deswegen habe ich auch hier noch mal einen kleinen Kommentar zugeschrieben. Aus dem Eid der Jesuiten, dem vierten Eid, lesen wir: Wenn ein Jesuit niederen Ranges zu einem höheren Kommando berufen wird, wird er zu der Kapelle des Ordenskonvents geführt, in der lediglich drei Menschen anwesend sind. Der Prinzipal oder Vorgesetzte, der Superior, steht vor dem Altar. An jeder Seite steht ein Mönch, von denen einer ein gelb-weißes Banner hochhält, den Farben des Papstes gemäß.
und der andere ein schwarzes Banner mit einem Dolch und einem roten Kreuz über einem Schädel mit gekreuzten Knochen, der mit dem Wort INRI versehen ist. Darunter stehen die Worte Iustum Necar Reges Impius. Die Bedeutung dieser Worte ist: Es ist gerecht, pietätlose und heretische Könige, Regierungen und Herrscher auszulöschen oder zu zerstören. Genau das, was James Edgen Wiley hier sagt. Die Personen der Fürsten waren nur heilig, solange sie gehorsame Söhne des römischen Stuhles waren. Wenn sie ungehorsam waren, sobald sie aufhörten, gehorsam zu sein, war ihre Ermordung eine heilige Pflicht, die mit der Krone ewiger Seligkeit belohnt wurde. Rom legte die Axt an einen faulen Baum und gab Befehl, ihn umzuhauen. INRI. Und in einer Fußnote erzählt uns der Autor noch ein wenig von dem Schicksal der beiden Könige, nämlich Heinrich III. Und Heinrich IV. Die Ermordung dieser beiden Könige durch Clement und Ravaillac ist bekannt, und darüber hatten wir auch in unter anderem von Griesinger ausführlich darüber gesprochen in der Buchlesung. Beide Taten waren von jesuitischen Geistlichen im Voraus für verdienstlich erklärt, und Jacques Clément wurde nachher als frommer Held von der Kanzel gerühmt. Die Schmach dieser Taten kann durch kein Edikt, kann durch keine Bulle zugunsten der Jesuiten abgewaschen werden. Und ob die Behauptung, dass sie mit eigenen Zeremonien die Mörderdolche eingeweiht haben, das leugnen sie selbst natürlich, ob das wahr ist oder nicht, ist vollständig einerlei. Mit anderen Worten, komplett unwichtig. Ein flüchtiger Blick in ein jesuitisches Lehrbuch der Moral lehrt, dass durch das System auch solche Schandtat geweiht ist, ob eine Weihungszeremonie hinzukommt oder nicht. Und auch deswegen habe ich eben noch mal kurz diesen Auszug aus dem Eid vorgelesen. In dieser faktischen, auf den alles durchdringenden Aberglauben gegründeten Oberherrlichkeit über die Gewissen, mehr als in der noch zu Zeiten von den Königen anerkannte Theorie von dem Ausfluss der Gewalten, lag Roms wirkliche Macht. Erst hatte es ganz Europa mit Finsternis erfüllt. Dann ließ es seine Stimme durch das Dunkel erschallen. Die Menschen hörten sie, als wäre es Gottes Stimme. Sie zitterten und gehorchten. Die unreine Vermischung der Gewalten, also die Vermischung von Staat und Kirche, ist es auch gewesen, welche Rom die Möglichkeit bereitet hat, die weltlichen Fürsten als Wächter einer willkürlichen Orthodoxie, als Schergen zu gebrauchen und durch das vergossene Blut aller treuen Bekenner in den Tälern der Saron, des Pos, des Rheins, des Böhmerlandes den Ausbruch der Reformation hindernd, das Schriftwort zur Darstellung zu bringen. Zitat: Und ich sah das Weib trunken von dem Blute der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Ende Zitat aus Offenbarung, Kapitel 17, Vers 6. Durch diese von uns schon ausführlich geschilderten Mord-, Brand- und Raubzüge der weltlichen Macht im Dienste der Kirche gegen die vermeintlichen Ketzer sind Europa unsägliche materielle Verluste, direkte und indirekte, zugefügt worden. Ich möchte hier mal kurz ein Beispiel anholen. Wenn wir davon sprechen, dann sagt ihr vielleicht von, ja, wüsste ich jetzt gar nicht, wo das jetzt der Fall gewesen ist. Also, durch diese von uns ausführlich geschilderten Mord- und Brand- und Raubzüge der weltlichen Macht im Dienste der Kirche gegen die vermeintlichen Ketzer sind unsägliche materielle Verluste zugefügt worden. Wenn wir an das Zurückziehen des Ediktes von Nantes denken, das dann 1685 durch den französischen König ja gemacht wurde, unter Einfluss von seinem Beichtvater de la Chaise hat er angeordnet, dass die Glaubensfreiheit, die den Protestanten zugesichert war, widerrufen wurde. Das hat dazu geführt, dass man hunderttausende Protestanten in den nächsten Jahren dort verfolgt und ermordet hat.
und dass mindestens eine halbe Million aus Frankreich geflüchtet sind. Nun, ich hatte in der letzten Sendung ja gesagt, dass wir durch das Licht der Welt, also durch Jesus Christus, als durch seine heilige Schrift, die endlich den Menschen offenbar gemacht wurde am Anfang des 16. Jahrhunderts, dass dadurch das Licht in die Welt reinkam, dass wir dadurch eine wirkliche Veränderung in dieser Welt hatten und dass wir von einem Zwei-Schichten-System, nur die Armen und die Reichen, auch noch ein drittes System damit bei hatten, nämlich die sogenannte Mittelschicht. Und die Hugenotten in Frankreich, die dann einerseits verfolgt und ausgerottet wurden und andererseits geflohen sind vor dieser Verfolgung, die waren zum Großteil eben genau diese Mittelschicht. Das waren Handwerker, das waren Mittelständische, die hatten teilweise ziemlich große Betriebe auch noch und die gingen weg und haben ihr ganzes Volk, ihre ganze Familie alles mitgenommen. Und die sind ausgewandert. Die sind ausgewandert nach Böhmen, die sind ausgewandert nach Deutschland, die sind ausgewandert nach England, die sind ausgewandert in die Niederlande. Und ein Beispiel von denjenigen, die in die Niederlande ausgewandert und dann rübergeschifft sind nach Amerika, ist zum Beispiel die Familie von Tapper Saucy, dem Autoren des Buches Herrscher des Bösen. Wir wissen, dass Saucy ein alter hugenottischer Name ist, dass seine Vorfahren also von dieser Verdrängung aus Frankreich kamen. Wenn man aber in einem Land wie Frankreich 500.000 Menschen in einer derartigen Qualifikation verliert, dann verliert das Land unglaublich an wirtschaftlicher Macht. Das geht damit einher. Und Frankreich hat da ganz schön geblutet. Und unter anderem diese Unzufriedenheit hat dann auch 100 Jahre später unter anderem dazu geführt, dass solche Dinge wie die Französische Revolution sich überhaupt formen konnten, dass die Leute dafür bereit waren, den jesuitischen Einflüssen zu folgen und ihre Könige zu enthaupten und zu sagen, wir stellen jetzt hier unsere eigene Republik auf, und zwar eine Regierung durch das Volk, für das Volk, was auch nicht lange gedauert hat, aber und die Französische Revolution wurde ja auch nicht unter biblischen Gesichtspunkten ausgeführt, sondern unter gnostischen Gesichtspunkten. Aber da waren die Franzosen eben empfänglich für, eben weil sie vor knapp 100 Jahren davor dieses mitgemacht hatten, den Auszug von 500.000 Hugenotten und das Ermorden von 100.000 anderen in der Zeit, als eben die Religionsfreiheit dort zunichte gemacht wurde. Ja? Und das ist eins der Beispiele, wo das so passiert ist. Und als nach der Reformation das blutige Werk mit verzweifelter Anstrengung fortgesetzt worden, da hat unter anderem Philipp II. Von Spanien, ein Mann von trotzigem Eigensinn, aber willenlos jedem Priester gegenüber, seinem Sohne auf dem Sterbebette vertraut, dass seine Ketzerverfolgung ihn nicht weniger als 594 Millionen Dukaten gekostet haben. Also der Staat verausgabt sich dann auch noch finanziell bei der Verfolgung der Menschen, von der die Kirche sagt, diese müssen ausgerottet werden. Bei weitem größer noch sind die Summen, deren Frankreich unmittelbar und mittelbar durch die Hugenottenverfolgung beraubt worden. Das habe ich ja gerade angeführt. Ich habe diesen Teil der Lesung nicht mehr vorbereitet, da hatte ich heute keine Zeit zu. Also bestätigt der Autor jetzt das, was ich euch gerade eben gesagt habe. Bei weitem größer noch sind die Summen, deren Frankreich unmittelbar und mittelbar durch die Hugenottenverfolgung beraubt worden. Sind doch, ganz abgesehen von den in den langen Kriegen hingeopferten, allein fast 50.000 Familien in den ersten 3 Jahren nach Aufhebung des Edikts von Nantes, unter ihnen samt fast sämtliche irgend bedeutende Vertreter des Gewerbefleißes aus ihrem Vaterlande verjagt worden. Deutschland und England wurden bekanntlich durch den Fleiß und die Kunst der Hugenotten bereichert, und Frankreich wühlte in seinen Eingeweiden, wozu der Siebenhügelfürst ihm die Begeisterung und das Messer gegeben. Seit jener Zeit datiert der zunehmende Verfall Spaniens, Frankreichs und aller katholischen Staaten Europas. Diejenigen aber, welche ihren Wahn und ihre Verbrechen von Rom sich diktieren ließen,
ungescheut Reichtum, Sitte, Ordnung, kriegerische Tüchtigkeit, Handel und Kunstfleiß ihrer Länder vernichteten, stiegen in die Gruft der Väter und ließen ihren Nachkommen das schauerliche Erbteil grässlicher Revolutionen. Nun, ich möchte mal kurz einen kleinen Link legen in das 21. Jahrhundert. Wenn wir uns mal kurz anschauen, von welchen Ländern James Edgar Wiley hier spricht, als eben diejenigen, die katholisch kontrolliert sind und die von daher eine dunkle Zeit hatten, die in einen Verfall zurückging, eben weil sie, lass uns mal sagen, wirtschaftlich rückständig waren, um es jetzt mal in einfachen Worten auszudrücken. James Edgar Wiley spricht hier vornehmlich von Frankreich und Spanien. Nun, in der heutigen Zeit, in der Zeit der sogenannten Europäischen Union, denken wir doch nochmal an vor einigen Jahren diese Diskussion um all die ganzen armen Länder, zwischen Anführungszeichen, die man ja retten musste vor dem Bankrott in der Europäischen Union. Ist euch da schon mal aufgefallen, dass es ausschließlich um römisch-katholische Länder geht? Griechenland, das zwar nicht römisch-katholisch ist, sondern griechisch-orthodox, aber eben, weil es orthodox ist, auch katholisch ist. Ja, man darf ja nicht vergessen, dass die orthodoxe Kirche, genau wie die westlich-römische Kirche, allebei katholisch sind und natürlich von der römisch-katholischen Kirche unterdrückt ist. Also auf der einen Seite leidet sie unter ihrem eigenen Orthodoxismus, der ja eben genauso das Gewissen einsperrt wie der westliche römische Katholizismus. Auf der anderen Seite sind sie vom westlichen römischen Katholizismus unterdrückt, also Griechenland. Irland, wo wir hier gerade drüber gelesen haben, dass Irland immer unter der Fichtel gehalten wurde vom Papsttum. Italien, Spanien, Portugal, das sind die Länder, und Italien, auch, Italien habe ich glaube ich schon gesagt, das sind die Länder, die hauptsächlich katholisch sind in Europa. Zufälligerweise auch alles die Länder, die mehr im Süden gelegen sind. Die Länder im Norden sind befreiter in der Hinsicht, dass sie eine protestantische Geschichte haben und von daher eine viel größere wirtschaftliche Macht mit haben. Also das, was James Edgar Wiley hier bereits durch die Jahrhunderte anholt, was bereits hier im 17. und 18. Jahrhundert sich manifestiert hat, im 19. Jahrhundert bei ihm immer noch zu sehen war, sehen wir im 21. Jahrhundert heute immer noch. In der EU sind die schwächsten Länder diejenigen, die römisch-katholisch sind. Wenn man sich zum Beispiel mal über den großen Teich bewegt, nach Amerika, also auf den Kontinent Amerika, dann sehen wir das sogenannte reichste Land auf dieser Welt, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika, grenzend an Kanada, das auch nicht gerade arm ist, im Norden. Und sobald es dann in den Süden geht, Mexiko, das an der Grenze liegt, und dann haben wir Lateinamerika, das sind arme Länder. Argentinien, Chile, Brasilien, Peru, Paraguay, Venezuela, Kolumbien, Honduras, was da so alles liegt, also in Mittelamerika, unter Mexiko bis Südamerika, also Lateinamerika rein, das sind alles arme Länder im Vergleich sicher zu ihren nördlichen Nachbarn, genau wie hier in Europa. Nun, ich will nicht sagen, dass es mit der Lage auf der Erde zu tun hat, Süden oder Norden, aber es ist doch erstaunlich, dass man feststellt, dass immer wenn man in den Süden geht, man mehr römischen Katholizismus, Aberglaube trifft und im Norden eher eine größere Gewissensfreiheit trifft unter Protestantismus und größeren, dadurch auch wirtschaftlichen Reichtum trifft. Ja. Und dieser wirtschaftliche Reichtum im Norden ist dem Papst ein Dorn im Auge. Anstatt die ganze Welt reich und gut zu machen, will er die ganze Erde arm machen. Also muss man dem Reichtum vom Norden wegnehmen und umverteilen in den Süden. Und dann kommen solche Papiere anzupassen wie Rerum Novarum und Caritas in Veritate und so weiter. Bitte, Michael, was wolltest du denn gerade sagen? Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ja, das ist der Gedanke nicht mehr so richtig da. Ja, Entschuldigung, ich musste meinen Gedanken eben zu Ende führen, weil sonst hätte ich da meinen Draht verloren. Die
Die reguläre Erklärung wegen dem Nord-Süd-Gefälle sozusagen ist die, dass in den heißeren Ländern dann eben die Menschen weniger produktiv sind, weil sie in den kälteren Ländern erfindungsreicher sein müssen wegen der Klimaanpassung. Das habe ich schon oft gelesen. Also wenn jemand jetzt sagt, nee, aber ist so, also wenn du mal guckst, in die südlichen Länder fährst und so weiter, die haben da alles Siesta und die stressen sich nicht. Ne? Und währenddessen in den etwas kälteren Ländern und so, die haben da also ganz andere Sorgen, die eben dann so Südländer in Anführungsstrichen dann eben nicht haben. Also das ist eine Komponente, die sollte man zumindest mal erwähnen, bevor dann die Menschen, die dann dieses Video gucken, dann vielleicht sagen, wow, was ein Schmarrn, mein Cousin in Spanien oder in Portugal oder so und so und so, die leben eben anders. Die haben auch einen anderen Lebensstil, muss man ja auch mal zuerkennen, ne? Dass die Menschen da halt auch eben dann ja, irgendwie dann auch relaxter sind, ne? Als dann eben wir, die uns mit kaltem Wetter im Winter und mit Nässe und allen möglichen Sachen dann oder jetzt hier gegen Überschwemmungen und hast du nicht gesehen, alles dann wappnen müssen. Ich denke, man sollte das also doch mal zumindest in die Waagschale werfen, dass es dann in vielen Ländern, die eben dann im Norden behaftet sind, zum Beispiel dann halt eben auch ganz andere Tüfteleien geben muss, als jemand, der jetzt den ganzen Tag immer schönes Wetter hat und im Winter kaum Frost und ab und zu nochmal Schnee. Also wollte ich zumindest mal reinschmeißen, bevor dann die Leute denken, das hat nur damit zu tun. Ne? Ja, da kann sich ja jeder seine eigenen Gedanken zu machen. Meine Gedanken sind so, wie ich das hier geäußert habe und wie es geschichtlich auch bewiesen ist, dass eben der Protestantismus sich im Süden niemals hat richtig festsetzen können und im Norden das schon getan hat. Das ist ja nun mal ein geschichtlicher Fakt, den muss man ja gar nicht wegdiskutieren. Das ist ja nun mal so. Ja? Was ist mit Australien? Das ist ja auch nicht gerade kalt und liegt ziemlich südlich. Und ja, zumindest in den großen Städten ist da ziemlich Reichtum. Ja, Australien ist in der Hinsicht natürlich ein Spezialfall, weil Australien gehört zum sogenannten Commonwealth von England und ist von daher eine Außenstelle von England, genau wie Kanada das im Norden von Amerika ist. Und Australien ist ja ursprünglich ein protestantisches Land. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass England protestantisch war zu der Zeit, weil England hat ja mehr oder weniger Australien gegründet. Ne? Dass das alles nicht so, wie man im Flämischen sagt, von den Laien Dacke lieb, also dass das nicht alles so ordentlich gelaufen ist, wie hätte laufen müssen, ist eine andere Sache. Ursprünglich ist Australien mehr oder weniger ein Gefängnisstaat gewesen, wo man die Leute hinabgeschoben hat, die man bei uns nicht haben wollte. Aber es waren hauptsächlich doch Menschen, die, wenn sie überhaupt irgendwie biblisch waren oder religiös waren, doch eher dem Protestantismus angehangen haben. Aber natürlich sind sie da auch inzwischen komplett von unterwandert worden. Ne? Also Australien ist noch ein bisschen eine Außenseiterrolle. Wenn wir uns mal sonst den ganzen Süden anschauen, dann schauen wir uns doch mal an, alles was südlich von China, südlich von Russland ist. Ne? Also du hast den Süden von China, du hast ganz Indochina da, das heißt du hast Vietnam, Korea, Thailand, Philippinen, Indien, Afrika, Lateinamerika. Wenn man das alles zusammennimmt, dann glaube ich, ist doch schon deutlich, dass sich da ein Bild abzeichnet und jede Regel hat eine Ausnahme. Ich würde da mal sagen, Australien ist dann so ungefähr die rühmliche Ausnahme darin. Aber ob Australien jetzt so furchtbar reich ist, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Also. Und die haben ja auch mit ihren Problemen zu kämpfen, was Michael jetzt gerade sagte, von wir hier im Norden müssen ja kämpfen gegen Überflutung und alles. In Australien haben sie ständig Waldbrände und auch Überströmungen und Flutungen und Winde und was weiß ich nicht alles, wo sie damit kämpfen müssen. Also das gibt es da auch. Ne? Davon mal abgesehen. Also Australien ist vielleicht irgendwo so eine kleine Ausnahme, aber es geht ja um das große ganze Bild. Es geht ja nicht darum, dass hier und da nicht eine Ausnahme ist. Im Norden gibt es ja auch hier und da eine Ausnahme. Wenn wir uns doch mal zum Beispiel Polen angucken, Marius. Das ist ja nun ein Land, da hast du ja ein bisschen Hintergrund drüber. Ja. Polen liegt im Norden, ist aber in der Hinsicht eine Ausnahme, weil es immer ein armes Land gewesen. Schaut euch Russland an. Unter dem Joch der orthodoxen Kirche und des Atheismus, also der Glaubenslosigkeit dann noch her, und schaut euch an, was das für ein zwischen Anführungszeichen armes Land ist. Ja? Und
Ich meine, wir können ja jetzt nicht in dieser Lesung sagen, wenn wir wollen jetzt jedes einzelne Land uns ins Detail angucken, dann machen wir da 50 Lesungen nur drüber, um uns die verschiedenen Länder anzugucken. Es geht darum, ein allgemeines Bild zeichnen zu können. Und im Großen und Ganzen denke ich, dass wir uns doch damit einverstanden erklären können, dass wenn James Atkin Wiley hier sagt, diejenigen aber, welche ihren Wahn und ihre Verbrechen von Rom sich diktieren ließen, ungescheut Reichtum, Sitte, Ordnung, kriegerische Tüchtigkeit, Handel und Kunstfleiß ihrer Länder vernichteten, die stiegen in die Gruft der Väter und ließen ihren Nachkommen das schauerliche Erbteil grässlicher Revolutionen. Und das haben wir doch in den genannten Ländern auch oft genug gehabt in der Vergangenheit. Wir sollten da auch keine Diskussion drüber vom Zaun brechen, sondern wir sollten das annehmen, was der Autor hier mehr oder weniger doch historisch bewiesen uns erzählt. Ich stimme damit überein, aber natürlich kann da auch jeder intensiv seine eigene Nachforschung drüber anstellen und kann sagen von, da finde ich hier und da doch irgendwo eine Ausnahme von, aber im Großen und Ganzen, da glaube ich, dass das Bild, das er zeichnet, so ist, dass der Norden mehr oder weniger durch Protestantismus eine bestimmte Freiheit hatte und der Süden das weniger hatte. Deswegen ist ja Frankreich auch so ein zerrissenes Land. Frankreich ist sowohl im Norden als auch im Süden. Ne? Weil der Süden von Frankreich ist das, was in Italiens Norden ist, so ungefähr so von der Lage her. Und der Norden, das grenzt ja schon mehr, ja, was den Süden von Deutschland ist. Der Süden von Deutschland, ja, was ist das denn jetzt für ein Beispiel? Da kann man ja auch dann Diskussionen drüber machen. Das ist Baden-Württemberg und das ist Bayern. Das sind jetzt nicht gerade wirtschaftlich schlechte Länder, aber sie sind absolut katholisch. Aber sie liegen in einem größeren Bund, der eben den Protestantismus gesehen hat. Und auch in Bayern sind die Katholiken ja mehr liberale Katholiken als tridentinische Katholiken. Also auch da muss man immer wieder einen Abstrich machen und man muss sehen, welche Sorte Katholizismus wird dort betrieben. Liberale Katholiken frönen ja auch der Gewissensfreiheit, der Pressefreiheit, der Redefreiheit. Und das ist ja auch der Katholizismus, dem tridentinischen Katholizismus, ein Dorn im Auge. Aber dann, wenn wir so weit jetzt gehen würden, dann gehen wir wirklich vom Hundertstel ins Tausendstel. Wenn wir es allgemein beschauen, dann glaube ich, können wir davon ausgehen, dass wir sagen können, es gibt eine Nord-Süd-Grenze, dass im Süden der Katholizismus, der Aberglaube, einen größeren Einfluss hat als im Norden, wodurch durch den weniger Einfluss und die größere Freiheit im Norden sich bestimmte Dinge manifestiert haben, die wir haben, die andere eben nicht haben. Und ein gutes Beispiel davon ist doch zum Beispiel Amerika, wo die Regierung zwar katholisch ist, aber wo das Volk, und ich rede jetzt nicht von heute, vom 21. Jahrhundert, sondern ich rede vom 17., 16., 17., 18. Jahrhundert, wo das Volk protestantisch war und damit ein Fundament gelegt hat, auf dem es heute immer noch fortlebt. Dieses Fundament zu vernichten, hat Rom sich zur Aufgabe gemacht. Und diese Aufgabe verfolgt es heute stärker denn je. Ich wollte auch dem allgemeinen Trend gar nicht widersprechen, dem stimme ich zu. Und mit Australien wollte ich ein bisschen der Argumentation, dass man sich in warmen Gebieten eher auf die in die Hängematte legt, mit Australien ein bisschen dagegen halten. Weiß ich gar nicht, wie weit sie da jetzt widrige Umstände haben mit Trockenheit und Bränden und so weiter, aber dem Trend, den er hier auch beschreibt im Buch, dem stimme ich auch zu. Ja, inwieweit sie jetzt in Australien Hängematten haben, weiß ich auch nicht, aber das, was Michael angeführt hat, was er ja vollkommen zu Recht gemacht hat, dass man in Italien zum Beispiel und Spanien und Portugal, ja, mit Siesta und was war ihnen anderes, eine Art, wie man im Französischen so schön sagt, laissez-faire hat, ne? So lass mal passieren, ne? Wir sind mehr strikt organisiert, diszipliniert, sicher die Deutschen, denen das nachgesagt wird, das ist schon immer so gewesen. Deswegen können Deutsche und Spanier im Grunde nicht gut miteinander. Deswegen gehen wir da zum Urlaub hin. Das ist gut, da eine Woche oder zwei im Urlaub durchzubringen, aber leben wollen wir da nicht. Und mit den Spaniern hier ist es nicht viel anders. Deswegen wird den Spaniern hier bei uns immer Faulheit unterstellt. Ne? Denken wir mal eben 60 Jahre zurück, als die ersten, zwischen Anführungszeichen, Gastarbeiter aus Spanien, aus Portugal, aus Griechenland, aus Italien hierher kamen. Ne?
den hat man doch immer Faulheit und alles vorgeworfen. Das ist genau das, was Michael im Grunde gemeint hat. Da hat er ja nicht Unrecht mit. Also es ist schon eine interessante Diskussion, die man hier darüber führen kann. Aber das ist ja nicht Thema dieser Buchlesung. Wir wollen uns ja hier mit anderen Dingen beschäftigen, aber wir gehen natürlich gerne auf diese Punkte eben hier und da mal ein. Der Autor fährt fort und sagt, während sie in ihren unterirdischen Marmorhallen freilich davon nichts wussten, erbebte die Erde, brauste der Sturm, stürzten die Throne, ward das Land verwüstet. Denn die Saat war aufgegangen, welche ihre vom Vatikane aus geleiteten Hände im Blut und Tränen gesät hatten. Rom ist die Mutter der Revolutionen und aller Gräuel des Sozialismus. Wenn aber beim Blick auf dies alles die Frage durchs Herz zittert, wie Gott einer solchen Macht durch Jahrhunderte solche Triumphe gestatten konnte, so ist die Antwort: Ohne dieselben hätten wir nimmer den wahren Charakter des Papsttums erkannt. Ohne die Triumphe der Lüge hätte die Wahrheit durch Luther und seine Mitreformatoren und Mitprotestanten ihre Siege nicht erkämpft und in den für jeden tiefer blickenden, erkennbaren, immer noch fortschreitenden Entwicklungen der bösen Prinzipien haben wir ein Zeugnis für den endlichen, vollkommenen Sieg der Wahrheit. Wir müssen hier, wenn auch nur kurz, der Inquisition gedenken. Nicht zufrieden, der katholischen Fürsten Schwerter zur Disposition zu haben, errichtete Rom ein besonderes, zu mehr summarischem Verfahren geeignetes Rachetribunal. Dieser durchaus kirchliche, vom Papste nur für kirchliche Zwecke errichtete und von Konzilien bestätigte, von allen kirchlichen Autoritäten begünstigte, unterstützte und geleitete, von Priestern und Mönchen verwaltete Gerichtshof ist eine korrekte Darstellung von dem eigentlichen Geiste des Papsttums. Wo er errichtet wurde, und er wurde es in fast allen europäischen Ländern, verbreitete er unbeschreibliche Schrecknisse. Um Mitternacht gewöhnlich bemächtigte er sich seiner Opfer. Die Genossen des heiligen Offiziums näherten sich der Tür des Hauses, flüsterten den Namen des Tribunals, in dessen Auftrag sie kamen, und es ist bekannt, wie Hausgenossen ihre liebsten Angehörigen ohne Erbarmen und Bedenken, es galt ja dieser und ihr eigenes Seelenheil, den Häschern verrieten. Ein dunkler Kerker wartet des unglücklichen Aufenthalt, der häufig weder seine Ankläger kannte, noch sein Verbrechen ahnte. Aber die Qual der Folter kam seinem schlechten Gedächtnis zu Hilfe. Ohne Zeugen gegenübergestellt zu sein, ohne Anwalt, verlassen von seinen Freunden, von seiner Familie, die für ihn als einen unvermeidlichen Untergang geweihten nur einen Seufzer hatten, erfuhr er sein Urteil gewöhnlich erst, wenn man die Kleider mit den furchtbaren Symbolen brachte, in denen er am Brandpfahl oder auf dem Schafott prangen sollte. Ich werde hier mal kurz einen kleinen Film raussuchen, den wir in der Zwischenzeit spielen können über die Inquisition. Ich musste mal eben schauen, wo ich den habe. Entschuldigt die kleine Unterbrechung. Ich habe extra so einen Inquisitionsfilm, den ich in der Zwischenzeit laufen lassen kann. Und dann können wir uns den anschauen. Wenn du suche, kann ich vielleicht mal meinen Gedanken loswerden. Ja, beziehungsweise eine Frage, ob jetzt diese Rachegelüste bereits vom Papsttum gestillt worden sind oder immer die noch am Lodern sind. Ob wir noch seine Rachegelüste zu spüren bekommen und vor allem die Länder, die halt den Protestantismus mitgetragen haben. Naja, das kann ja nun keine ernst gemeinte Frage sein. Ne? Du siehst doch, wie die Welt im Augenblick sich bewegt, oder nicht? Ja, war mehr so rhetorische Frage, ja. Ja, also wir sehen ja ganz deutlich, dass eben sich dem Papsttum unterwerfen heißt,
sich dem Papsttum auf eine Art und Weise unterwerfen, wie das Tridentinische Konzil das Papsttum definiert. Und das Tridentinische Konzil hat dem Protestantismus gegenüber 125 Verfluchungen ausgesprochen. Eine Verfluchung heißt, dass jemand verdammt ist, außerhalb der römisch-katholischen Kirche gesetzt ist. Da es aber nach römisch-katholischer Kirchenlehre nur innerhalb der römisch-katholischen Kirche Erlösung gibt, ist also jeder, der außerhalb dieser Kirche ist, verloren. Und wer verloren ist, der kann getötet werden. Und das ist sogar noch ein in Gottes Augen löbliches Werk, um einen solchen Menschen zu verfolgen und zu töten. Das ist heute nicht anders. Wir können da gerne mal zurückgehen auf die Lesung von Herrscher des Bösen mit dem Inquisitorum, Directorium Inquisitorum hieß das. Das ist ein Papier, was die römisch-katholische Kirche damals rausgebracht hat, wo genau definiert wird, wer ein Ketzer ist und was man mit diesen Ketzern macht. Und ich glaube, dass jedem, der ein klein wenig geistlich in dieser Welt unterwegs ist, inzwischen deutlich sein dürfte, dass die Agenda, die im Augenblick auf dieser Welt gespielt wird, genau daraufhin abzieht, all die Leute, die nicht 100% dem Papsttum, sich dem tridentinischen Papsttum unterwerfen wollen, von dieser Erde wegzufegen. Diese Corona-Agenda ist im Grunde nichts anderes als eine Riesen-Inquisition. Verstehst du? Das ist nichts anderes als dafür zu sorgen, dass nur noch ein paar Auserwählte auf dieser Welt übrig bleiben, diejenigen, die Luzifer einen Eid ablegen wollen, in diese neue Weltordnung reinzukommen, und alle anderen müssen eben verschwinden. Und ja, das Gehorsam, das blinde Gehorsam und der Kadavergehorsam wird ja schon geübt. Naja, natürlich, natürlich. Da fängt es doch mit an. Die Daumenschrauben werden immer mehr zugeschraubt. Also sie werden immer fester. Ne? Und das fing mit Corona erstmal ganz locker an. Und im ersten Lockdown, Anfang dieses Jahres, waren einige Dinge noch ziemlich locker. Die sind jetzt schon ein wenig straffer und warte mal, bis das nächste Jahr der nächste Lockdown kommt. Was uns dann noch alles vorbesteht. Und ich will das gar nicht mal auf Corona alleine mal reduzieren. Ich will es reduzieren auf alles, was im Schatten von Corona auch noch so auf uns rüberkommt. Das ist totale Kontrolle, das ist totaler Polizeistaat. Wenn man sich heute schon nicht mal mehr traut, ohne Maske auf die Straße gehen zu können, weil man eben überwacht wird, kontrolliert wird, bebußt wird, später vielleicht sogar hops genommen wird oder vielleicht sogar ermordet wird auf der Straße. Das sind ja Sachen, das ist ja im Augenblick schon gar keine Utopie mehr. Und das passiert alles im Schatten dieser Corona-Agenda. Ja, es wurden die schon Corona, Leute im angegriffen. Die Corona heißt die Krone. Die krönt am Ende den Papst. Die krönt am Ende den Satan zum Gott dieser Erde. Das ist das schlussendliche Ziel. Das verstehen die meisten Leute nicht, weil sie immer nur materiell denken, weil sie nicht geistig denken. Wir, die wir uns besser in der Bibel auskennen und durch viele biblische Prophezeien und Geschichte besser vorbereitet sind, sehen die Dinge anders als die Menschen in dieser Welt. Wir denken nicht nur an das Brot für morgen, wir denken noch an ganz andere Dinge. Und zum Beispiel das Heil des ewigen Lebens. Zum Beispiel, dass es wichtiger ist, Jesus zu folgen und dafür eben Verfolgung in dieser Welt dann eben zu akzeptieren. Genau wie hier in diesem Bild dargestellt. Das, was James Edgen Wiley hier gerade sagt, ist ja, da kommen auf einmal mitten in der Nacht Menschen mit dunklen Hüten bei dir an die Tür, flüstern irgendwas, kommen da rein und die Mütter verraten ihre eigenen Kinder. Das war damals so und das wird heute nicht viel anders sein. Wenn die Inquisition wirklich zuschlägt, dann hast du keine Freunde außer Jesus Christus. Das war früher nicht anders, als es heute ist. Schau, wenn wir hier noch ein wenig weiterlesen, dann werden wir dazukommen und dann seht ihr vielleicht Parallelen in der Welt, wie das heute ist. Schlussendlich ist das Ziel Satans, um der anerkannte Gott dieser Welt zu sein. Und das kann er nur, wenn er Anbetung von dieser Welt bekommt. Die
höchste Gehorsam ist die höchste Form von Anbetung. Also müssen wir alle Satan gehorchen. Und wer Satan nicht gehorcht, der muss weggeschafft werden. Und es geht jetzt da in die entscheidende Phase mit rein. Und das ist, was die Agenda dieser Welt heutzutage ist. Ohne Zeugen gegenübergestellt zu sein, ohne Anwalt, verlassen von seinen Freunden, die für ihn als unvermeidlichen Untergang geweihten, nur einen Seufzer hatten, erfuhr er sein Urteil gewöhnlich erst, wenn man die Kleider mit den furchtbaren Symbolen brachte, in denen er am Brandpfahl oder auf dem Schafott prangen sollte. Es gibt doch, Michael weiß das doch, du hast doch diese neuen Gesetze da gelesen über diese Infektionsdinger da. Da steht doch auch von, dass die Leute dann auf einmal hops genommen werden können und dann halt in irgendwelche Institutionen gebracht werden können, weil der Staat das eben dann für sicher erachtet, dass sie da sind. Das ist doch nicht anders als hier die Inquisition, oder? Das ist jetzt bald geltendes Gesetz, ja. Ja, und das ist doch nichts anderes als hier. Das ist eine Zurückkehr in diese alte Sache. Es hat ein neues Gesicht. Es hat kein neues Gesicht. Es hat sich eine neue Maske aufgesetzt. Aber das Gesicht darunter ist dasselbe. Und das sieht man nur, wenn man in der Bibel gelehrt ist, wenn man in der Geschichte gelehrt ist, wenn man solche Dinge liest wie dieses Buch und wenn man dann in der Lage ist, Transferdenken anzuwenden und das, was James Edgar Wiley hier 170 Jahre zurückgeschrieben hat, umzusetzen in die Zeit, in der wir heute leben. Im Prinzip hat sich nichts verändert. Nein. Warum hat sich nichts verändert? Weil Jesus Christus gesagt hat, dass Rom das letzte heidnische Reich auf dieser Erde ist. Und wir leben in Rom. Wir leben seit über 2000 Jahren in Rom. Erst im heidnischen, jetzt im päpstlichen Rom. Aber in Rom leben wir. Dem heiligen Dominikus, fährt der Autor fort, einem stolzen und bis zum Blutdurst fanatischen Spanier, verdankt die Welt diesen furchtbaren Gerichtshof. Seine Mutter soll am Tage vor seiner Geburt geträumt haben, dass sie mit einem Kinde, welches in seinem Munde eine die Welt in Aufruhr und Flammen setzende Fackel trage, niedergekommen sei. Er, der dem Papst Innozenz III., ja, das war derjenige, der die Inquisition eingerichtet hat, die Errichtung eines solchen Tribunals zuerst riet, das war, glaube ich, im Jahre 1203 ungefähr, ward bekanntlich von diesem als der zu dem neuen Amt Tüchtige mit der Würde des Generalinquisitors bekleidet, indem gleichzeitig eine päpstliche Bulle der Welt verkündete, dass das heilige Offizium vollenden solle, was die Bannflüche der Päpste, die Predigten der Fanatiker und die Kreuzzüge übrig gelassen hätten. Und das hat es treulich getan. Bald war ganz Europa mit dem Netze der Inquisition umstrickt und den Schiffen der Entdecker neuer Welten folgten auf dem Fuße die Sendboten dieses Gerichts, Cortes zum Beispiel in Südamerika, deren Wirken namentlich zu Goa weltberüchtigt genug geworden. Als Venedigs Väter in einer unglücklichen Stunde ihre Tore den Ketzerrichtern öffneten, da schwärmten überall Spirren und Spione herbei. Ja, Spirren oder Skirren, weiß ich, Spirren ist das, glaube ich, wissen wir, das sind Polizeiagenten, hatten wir früher schon mal gelesen, das Wort in diesem Buch. Die Wände erhielten Augen und Ohren. Eine heimliche Anzeige jagte die andere. Fußangeln folgten dem Unbefangenen über Land und Meer und die Leichen, die in den Kanälen gefunden wurden und plötzlich an den Galgen erschienen, bekundeten, wie Dominiks Jünger ihr Werk trieben an allen, die ihnen verdächtig wurden, an denen auch, die mit einem unglücklichen Schlachtopfer Mitleid hatten oder gar den Frevelhaften versucht machen, es seinen Henkern zu entziehen. Ich hätte hier noch in die Fußnote reingehen müssen bei Nummer 1. Das ist also hier über die Mutter, wo sie also den, bevor sie den Dominik geboren hatte, die ja dann diesen Traum hatte. Ja? Sie hatte geträumt von einem Kinde, das in seinem Mund eine die Welt in Aufruhr und Flammen versetzende Fackel trage. Dazu lesen wir in der Fußnote hier das kirchliche Gebet für den Dominikustag, der 4. August, lautet also:
O Gott, du Herr, deine Kirche erleuchtet. O Gott, der du deine Kirche erleuchtet hast, durch die außerordentliche Tugend und die Gebete des heiligen Dominikus, deines Bekenners, gewähre uns durch deine Fürbitte Höfe in aller zeitlichen Not und tägliches Wachstum in allen geistlichen Gütern. Ende. Zitat. Ja, schaut mal hier, in so einen Bullen wird man reingesteckt, dann wird ein Feuer drunter angezündet und dann sei immer viel Spaß. Das ist die Inquisition. Das ist die römisch-katholische Kirche, wo die Leute freiwillig jeden Sonntag hingehen und die Eucharistie, das Messeopfer, empfangen. Und hier sehen wir, wie einem lebendig die Haut abgezogen wird und so weiter. Aber je mehr Gefangene in Venedigs feuchten Kerkern dem Übermaß des Elends erlagen, je mehr Unglückliche unter seinen Bleidächern dem Wahnsinn preisgegeben wurden, desto leerer war der Ozean von den Schiffen der stolzen Stadt und die Löwen von St. Markus bewachten nicht mehr die erste Börse der Welt. Am furchtbarsten hat die Geißel der Völker, welche der Fanatismus schwang, in Spanien gewütet. 1232 in Katalonien eingeführt, hat das unheilige Tribunal sich schnell über das ganze Land verbreitet. Wurde 1481 durch Ferdinand und Isabella namentlich zum Seelenheile der Juden mit größerem Pomp und größerem Schrecken erneuert und endlich durch eine Bulle von Antichrist Sixtus V., der einen eigenen Großinquisitor für Spanien ernannte, zu dem System erweitert, welches seitdem den unglücklichen Lande nur 5 Millionen Bewohner gekostet hat, die in Kerkern und auf dem Scheiterhaufen der Autodafés ihr Leben aushauchten. Der Großinquisitor hieß Torquemada übrigens. Nachdem die Juden und Mauren vertrieben waren, beeiferte sich das heilige Offizium mit doppelter Wut, das Land von Menschen und Büchern zu reinigen, die dem Protestantismus nur im Entferntesten geneigt sich zeigten. Karl V., der römische Kaiser, der ja damals der, sag mal, Gegenspieler von Martin Luther war, zur Zeit von Martin Luther, gehorsam den Befehlen der Inquisition, erhielt durch dieselbe die erste Liste von ketzerischen Büchern, den ersten Index Espurgatorius in 1546. Und sein berüchtigter Sohn Philipp ließ ein Jahr nach des Vaters Tode das erste Autodafé von Protestanten in Valladolid veranstalten. Ein Autodafé, nochmal für diejenigen, die nicht bekannt sind mit diesem Ausdruck, ist das lebendige Verbrennen von Ketzern. Selten entging ein wirklich Gelehrter in Spanien der Einkerkerung oder dem Tode, noch seltener der Anklage. Und Prinzen von Geblüt haben in den Kerkern des heiligen Offiziums geschmachtet. Mit abwechselnd größerer und geringerer Heftigkeit hat diese Pest in Spanien bis zur französischen Invasion 1808 gewütet, da sie dann aufgehoben ward, um später auf eine Zeit lang von dem weibischen und bigotten Ferdinand II. Wiederhergestellt zu werden. Man sagt von diesem Ferdinand II., dass er seine Zeit zwischen Sticken und Marienanbetung teilte. Und übrigens, die Inquisition in Spanien ist so gesagt 1808 durch Napoleon abgeschafft worden. Ja, da gibt es auch ein paar interessante Berichte drüber, die man mal lesen kann, wo die Soldaten von Napoleon an bestimmten Häusern einfielen. In einem Haus, wo vermutet waren, dass dort geheime Keller waren, wo Leute gefangen gehalten wurden und die Priester sagten, nö, hier ist gar nichts los hier, haben die einen Flur geflutet und dadurch, dass dann das Wasser irgendwo ablief, haben sie eine Stelle gefunden, wo man in den Keller reinkommen konnte und da haben sie grauenhafte Entdeckungen gemacht in den Folterkellern und das war zur Zeit von Napoleon, als der in Spanien eingefallen war. Und das kann man in einigen Büchern nachlesen. Ich glaube, ich habe da selbst einen Teil mal von gelesen. Ich glaube, das ist eventuell in Griesingers Buch gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Auch in Englisch kann man da sehr viel Dinge drüber nachlesen. Inwieweit das in Henry Charles Lears Buch gewidmet wird, weiß ich nicht. Aber die Inquisition ist nicht in 1808 wirklich abgeschafft gewesen.
Es gibt Berichte davon, und zwar bestätigte Berichte, dass die Inquisition bis Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts in Spanien immer noch gewütet hat. Das heißt unter dem Regime von Franco, ja, dem faschistischen Führer von Spanien, der ja zeitgleich mit Adolf Hitler und Mussolini auch an die Macht gekommen ist und in Spanien, ich glaube, erst 1976 zum Tode gekommen ist. Ich weiß nicht warum, ich kannte ihn nicht, aber ich weiß noch, dass ich eines Morgens den Willmannspark hochging und vorher zu Hause Nachrichten gehört hatte. Ich war auf dem Weg zur Schule, ich war 10 Jahre alt und ich habe meinem Freund, den ich unterwegs getroffen hatte, gesagt, du, Franco ist tot. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer das war, aber ich hatte das gehört im Radio und dachte von, oh, das ist eine interessante Sendung, eine interessante Nachricht. Keine Ahnung, was das beinhaltet und keine Ahnung, wer Franco war. Aber da war der faschistische Führer von Spanien, der dann 1976 gestorben ist. Und man hat noch wirkende Inquisitionsfolterinstrumente gebraucht bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts in Spanien. Ich traue mich selbst nicht zu sagen, dass man sie jetzt nicht mehr gebraucht. Ich habe da nur keine Kenntnis von. Nun, lesen wir nochmal eben weiter. Unter der Herrschaft der Inquisition hat Spanien sein Leben ausgehaucht. Mit anderen Worten, Spanien wurde so von der Inquisition gegeißelt, dass im Grunde der ganze Lebensgeist aus dem Land herausgenommen wurde. Und der Verfasser kann sich hier nicht versagen, an dieser Stelle eine seiner furchtbarsten oder denkwürdigsten Reiseerfahrungen mitzuteilen. James Edgar Wylie ist viel rumgereist. Und wenn wir über Inquisition und Rumreisen reden, dann müssen wir auch sprechen von Henry Gretton Guinness, der auch in Spanien an Stellen gestanden hat, teilweise knietief in der Asche von verbrannten Protestanten. Aber das ist in einem anderen Buch. Hier lesen wir, was James Edgar Wylie zu diesem Thema zu sagen hat. Der Verfasser kann sich nicht versagen, an dieser Stelle eine seiner furchtbarsten oder denkwürdigsten Reiseerfahrungen mitzuteilen. Im Sommer 1847 befuhr ich mit einem Freunde den Genfer See. Zu unseren Füßen strömte die Rhone ihre grünen Wasser in den blauen See. Über die spiegelglatte Fläche dehnten sich die Schatten der umgebenden Schneeberge. Hinter uns, den Eingang in das Rhonetal hütend, die zwei Riesen, Dent de Midi und Dent d'Auch, also die zwei Berge. Und Wikipedia-Links dafür sind hier vor, dass ihr raussuchen könnt, welche das sind. Vor uns des Sees Ostufer mit seinen Bergen, Felsen, Rebenhügeln und Dörfern. Ein einziger trauerweckender Gegenstand, nur in dem Ganzen ebenso schönen als großartigen Bilde. Und dieser war das fast vom See umschlossene Schloss von Chillon. Auch hierzu gibt es einen Link von. Und ich habe sogar ein Bild davon, Schloss Chillon. Dann suche ich das mal eben raus. Und dann können wir uns das Bild anschauen. Kleine Sekunde, muss ich mal eben das Bild suchen. Das liegt also hier im Genfer See anscheinend, soweit ich die Beschreibung verstanden habe, Schloss Chillon. Und dieser war das fast vom See umschlossene Schloss Chillon, dessen schöne Architektur uns nicht vergessen ließ, dass es der Inquisitionspalast der Herzoge von Savoyen gewesen war. Da wir eine Stunde Zeit übrig hatten, besuchten wir das alte Gebäude. Und als wir die Zugbrücken überschritten, brachte ein gefälliger Führer uns bald in Bonivards Gefängnis, tief und alt. Es besteht aus einem äußeren und Innenraum, und ersterer war so dunkel, dass wir tappend den rechten Weg über den hohen Felsboden machen mussten. Hier hatten die heilige Kirche einst Hunderte von Juden aufgespeichert, um sie aus Furcht vor Entdeckung ihrer Kinder abzuschlachten. Wir sahen im Geist ihre Jammergestalten in den Nischen aufgerichtet. Bonifards Kerker waren geräumiger, einer Kapelle nicht unähnlich, mit einer Kuppel
und weißen Pfeilern, nur spärlich erhellt von einem Zwielicht, welches durch zwei Mauerspalten drang und von den Widerschein des Sees und der Wasserpflanzen darin eine grünliche Farbe hatte. Wir hörten das Rauschen des mit dem Fußboden in gleicher Höhe stehenden Wassers. Der Schein fiel gerade auf die Säule des Märtyrers. Wie oft mag das Auge des Priors von Saint-Victor während seiner sechsjährigen Gefangenschaft nach den Wassern und Bergen um seinen Kerker gespäht haben. An der Säule sahen wir den Ring, mit dem er angekettet war, und lasen unter anderem die Namen Dryden und Byron, von denen letzterer die schönen Verse in die Seele rief. Zitat: Chillon, dein Kerker ist ein heiliger Raum, sein dunkler Boden ein Altar, betreten so oft vom Fuß des frommen Bonivar, dass wie in Rasen sich die Spuren drückten, es soll sie niemand tilgen, sie bezeugen der Menschen Tyrannei vor Gott im Himmel. Dieses Duldachsbild stand vor unserer Seele, und wir hätten die anderen Tausende, welche hier ihr Leben aushauchen mussten, vergessen, wäre nicht durch die zahlreichen Mordinstrumente, welche in der höher gelegenen Folterkammer gezeigt wurden, die Erinnerung heraufbeschworen worden. In der Mitte derselben, also dieser Folterkammer, stand ein bis zur Decke reichender dicker Baum mit einer starken Rolle an der Spitze, über welche die Korda, die Königin der Marterwerkzeuge, wie sie genannt wurde, hinlief. Dem für diese Qual Auserlesenen wurden die Hände auf dem Rücken zusammengebunden und ein Gewicht an die Füße gehängt, worauf mit einem plötzlichen Ruck der ganze Körper an der Korda von den Henkern in die Höhe gerissen wurde. Die unter den furchtbarsten, durch das Gewicht des Körpers noch vermehrten Schmerzen rückwärts gerenkten Arme wurden häufig schon das erste Mal aus ihren Gelenken gerissen. Während der Gefangene so hing, wurde er hin und her geschwenkt oder mit einem glühenden Eisen an verschiedenen Teilen seines Körpers gestoßen, unter Ermahnungen, nun die Wahrheit zu sagen. Blieb er stumm, so ward er mit einem noch heftigeren Ruck hinabgelassen, wodurch die Verrenkung, wenn ihr noch etwas fehlte, vollständig wurde. Schwieg er noch, so ward er in die Zelle zurückgeführt und dann so schnell als möglich derselben Qual unterworfen. Rollen, die in allen vier Ecken der Hallen angebracht waren, bewiesen, dass sie auch für die Veglia eingerichtet wurden, das ist die Totenwache. Diese sah einem Schmiedeamboss ähnlich, mit einem in einem eisernen Stempel ausgehenden Nagel am oberen Ende. Durch die Rollen in den vier Ecken liefen Stricke. Diese wurden fest an Arme und Beine des Dulders gebunden, dass sie bis auf die Knochen schnitten. Dann ward er in die Höhe gehoben und mit seinem Kreuzbein genau auf den Stempel niedergelassen, der sich nun, da das ganze Gewicht des Körpers den Druck verstärkte, in dasselbe einbohrte. Das sind nur zwei Qualen unter den vielen, welche die Inquisition erfunden hat und durch welche Rom bewiesen, was Vernunft und Schrift nicht beweisen konnte, dass Wandlungslehre Wahrheit sei. Transsubstantiation, haben wir oft genug drüber gesprochen, da geht es drum. Akzeptiere die Lehre der Transsubstantiation. Das sind zwei Qualen unter vielen, welche die Inquisition erfunden hat und durch welche Rom bewiesen, was Vernunft und Schrift nicht beweisen konnten, dass die Wandlungslehre Wahrheit sei. Die ganze Decke dieser höllischen Werkstatt war mit Kreuzen besät und in einem engen Raum daneben sah man eine Vertiefung der Mauer, darin ein Marienbild, darunter eine Oubliette oder Falltür. Der Ketzerei Beschuldigte wurde hierher gebracht, um auf der Falltür vor der Jungfrau kniend seine Häresie, Häresie abzuschwören, seine Ketzerei abzuschwören.
Um Abfall zu verhüten, ward dann der Riegel gezogen und der Bekehrte lag als zerschellte Leiche auf den Felsen. Wir hatten genug gesehen. Und als wir wieder bei noch schönerer Beleuchtung über den Wallgraben von Schloss Chillon gingen, dankten wir so brünstig wie wohl noch nie in unserem Leben dem Herrn für die Reformation, durch deren Segen er uns gestattet, die Bibel mit gesunden Gliedern und unverstümmeltem Körper zu lesen. Ja, das ist eigentlich ein schöner Moment, um diese Lesung abzuschließen. Ich muss nur mal eben sehen, wo wir hier genau in dem Buch waren, weil wir hier in einer Fußnote waren, dass wir noch ein paar Sätze weiterlesen. Aber ich glaube, dass wir alle vielleicht einen kleinen Moment eben mal einhalten sollten, vielleicht das Video, wenn es jetzt nicht gerade die Premiere ist, pausieren und mal drüber nachdenken, was hier James Edgen Wiley zusammen mit seinem Reisebekannten, mit seinem Freund auf dem Genfer See dort erfahren hat. Unter der Herrschaft der Inquisition hat Spanien sein Leben ausgehaucht. Durch Folter und Brandpfahl sollte das Christentum verbreitet werden. Es stammt vom Himmel und hat nichts gemein mit diesen Mitteln der Hölle. Und Priester waren es nicht, sondern Dämonen, die es durch solche Mittel schändeten. Von dem heiligen Offizium und seinen Schergen sagt Jesus: Mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt es gemacht zur Mördergrube. Ja, zur Mördergrube im strengsten Sinne des Wortes. Einiges haben wir erzählt, nur ein geringes, auf einige wenige von der römischen Kirche verwüsteten Staaten unseren Blick schweifen lassen, während doch kein Land der Erde ist, einige Inseln des Ozeans vielleicht ausgenommen, wohin die Polypenarme und Skorpionstacheln der seelenrettenden Inquisition nicht gereicht haben. Aber das wenige genügt, um uns mit Scham zu erfüllen, ob der Schmach des Menschengeschlechts, dass solcher Frevel geübt werden durfte, im Namen des dreieinigen Gottes, um mit Grauen uns blicken zu lassen auf die Macht, welche solches vollbringen konnte. Und täuschen wir uns nicht. Solange Rom besteht, solange besteht die Inquisition. Meine lieben Brüder und Schwestern, mit allem Respekt, über was wir bis jetzt gelesen haben, das ist ein Aufruf, es zu verstehen, dass die Inquisition sich vielleicht in ihren Methoden ändert, aber immer noch die Inquisition ist. Heute sind es Kriege und andere Methoden, aber es ist immer das Gesicht der Inquisition unter dieser Maske. Die Maske, die das Gesicht von Rom verbirgt, die das Doppelgesicht des Papsttums verbirgt. Solange Rom besteht, solange besteht die Inquisition. Und Rom besteht bis zur Wiederkehr unseres Herrn Jesus Christus. Denn sie ist seines Wesens treue Ausgeburt und der unfehlbare Priester in Rom hat sie noch nirgend als widerchristlich geächtet. Mag sie ohnmächtig erscheinen, jetzt in einem halben Jahrhundert nicht so viele Opfer verschlingen als sonst in einem halben Tage, sie lebt dennoch. Wird Rom noch einmal zu früher besessener Macht gelangen, so wird auch die schlummernde Inquisition die Glieder recken und an Opfern wird's ihr nicht fehlen. Mögen Europas Staaten vor solch fürchterlichen Unheil bewahrt bleiben. Meine lieben Brüder und Schwestern, was James Edgen Wiley hier flehentlich bittet im Jahre 1850, ist im Jahre 2020 die Wirklichkeit, mit der wir heute leben müssen. Die Inquisition ist unter dem Deckmantel eines Virus zurückgekehrt. Und die Zukunft wird ausweisen, ob meine Worte recht sind oder unrecht sind. Ich bin kein Prophet und ich weiß nicht alles. Lange nicht.
aber ich kann Dinge deuten. Und der Weg, den wir im Augenblick gehen oder gehen müssen oder gegangen werden, ist genau der Weg, den die Inquisition seit Jahrhunderten ihre Delinquenten hat gehen lassen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das sagt uns die Bibel. Und die Bibel sollten wir lesen, tagtäglich, um uns zu lehren in dem Wort Gottes. Und um den Frieden zu bekommen, mit dem Jesus Christus uns freigemacht hat. Und ich möchte heute die Lesung beschließen mit einer kleinen Lesung aus der Schlachterbibel, da wir noch nicht dazu gekommen sind, die König James ins vernünftige Deutsch zu übersetzen. Aber ich habe hier ein Stück, das ist ziemlich gut übersetzt. Und zwar ist das ein Stück aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 50 bis zum Ende. Da heißt es: Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt und werden unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Amen.